Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Moonbreakers. Ein kleines Free-to-Play-Spiel von Steam auch. Könnt ihr euch einfach mal schnell downloaden. Ist nicht wirklich groß, nicht wirklich berühmt. Keine große Sache, ne? Ist so unbeliebt, dass... Warten. Okay. Ich mache gerade Kacke. Ich mache einen Haufen Kacke. Dass es nur noch diese Server-Region gibt. Stornieren? Pff, egal. Aber wir bleiben auf dem, ne? Internet schafft das schon so quer durch die halbe Welt. Hier bin ich, Portait. Das ist jetzt nicht der Account, mit dem ich LPen würde. Hier habe ich auch schon einen Haufen Credits und ein paar Schiffchen, ne? Das ist im Prinzip ein Flugsimulator, wo man sich mit anderen Spielern und anderen in die Köpfe einhaut. Man kann sich mega dabei aufregen und es macht eigentlich mega Fun. Ich habe das vorher mal vor einem Jahr oder so gezockt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wann. Dann erstmal dreiviertel Jahr zur Seite gelegt und jetzt letztens erst nochmal angefangen. Und das hat mir eigentlich riesig Spaß gemacht. Und dann habe ich mir mal gesagt, ach, früher, da wollte ich doch mal ein LP davon machen. Oh, kacke. Ja, komm. 2-1. Das ganze gegnerische Team auf mich. Mann, ey. Und dann habe ich mir gesagt, ja, manchmal, wenn es bei den Zuschauern dann gut ankommt. Deswegen mache ich jetzt auch mal das Video. Jetzt zeige ich euch mal ein bisschen, wie das Spiel ist. Oh ja, ey, komm. Drei Pros, die hier vor der Base campen und mich fertig machen. Mann, was ist das? Wollen die mich verarschen? Ey, gleich komme ich mit einem Atombomber. Dann mache ich hier meine fette Dingens und dann explodiert die und alle weg. Ja, also es gibt ja auch manchmal so Gruppierungen wie dieses DOW, Lord Mulmir hier und Bot 69. Ja, also mega geile Aussprache, ne? Bot 69. Bot 69. Und wie heißt du Bot 69? Oh. Bäm, hab ich den fertig gemacht? Nein, ich glaube nicht. Naja, hier werde ich auch mal über andere Spieler einfach herziehen, weil es mega aufregt. Falls ihr Deutsch seid, falls ihr dieses LP guckt, was eigentlich eine sehr geringe Chance ist, nehmt das nicht ernst. Das ist einfach, weil es mega abfuckt. Das Spiel macht aggressiv. Es macht fast noch aggressiver als FIFA. Ja, und wenn das hier gut ankommt, also wenn das hier Zustimmung bei euch bekommt, das Video, und ihr mehr davon sehen wollt, dann mache ich natürlich mehr, weil das ein bisschen, ja, knifflig, hier einen neuen Account zu machen. Da muss man sich einen neuen Steam-Account machen, aber das kann ich ja. Und dann muss man sich da das Spiel downloaden und ja, eben. Also, wenn ihr wollt, kann ich einfach mehr davon machen. Ja, wie gesagt, habe ich ja jetzt schon mehrfach wiederholt. Dann würden wir einfach mit dem neuen Account anfangen, wo wir dann nur zwei Jäger haben. Einen Lightfighter Mamba, den kann ich euch gleich auch mal zeigen. Der ist eigentlich ziemlich kacke. Er ist im Prinzip das schlechteste Schiff im Spiel. Ja, ist ja auch der Anfang. Der Anfangsjäger. Es gibt nämlich vier Klassen. Die kann ich euch jetzt sagen. Lightfighter, das hier ist der Mamba, ne? F3. Das sind Lightfighters, ziemlich schnell, ziemlich wendig, sau wenig Leben, krepieren sofort und können, naja, kann ganz gut Schaden austeilen. Die hier sind schnell, viel, relativ viel Leben, schlagkräftig, eben so ein Mittelding. Die machen derb viel Schaden, haben ziemlich viel Leben für einen Jäger. Manche sind auch ziemlich schnell, wie der hier. Richtig geile Waffen, aber sau unwendig. Ja, und manche eben auch lahm. Klammern, der hier, den ich hab. Und dann gibt's die Bomber. Die schmeißen Atombomben, damit kann man den gegnerischen Carrier, dieses fette Ding mit dem Hangar, in die Luft jagen. Das ist eine Missionsart, es gibt nämlich drei. Ja, und ich habe hier mal meinen B10T. Ja, B10T Timberwolf, der ist voll geil, weil der ist sau schnell. Und hat eine bessere Bombe als der B7, das ist der Anfangsbomber. Und der Anfangsjäger, hier, den zeige ich euch mal. Es gibt nämlich drei Arten. Wie gesagt, es gibt Search and Destroy, wie jetzt. Man muss einfach nur Gegner finden, töten.
wie der Name schon sagt. Finden, töten. Bam. Oh, kacke, die sind schon tot. Guckt euch das an. Ja, warte, mit Shift, mit Tab, was laber ich? Hören hier die Statistiken machen. Ui, ich komme hier frisch rein und bin fast der Beste aus meinem Team. Oh, ich balle jetzt blind hier auf den Typ, mein. Boah, ich mach den fertig, blind, ohne Fadenkreuz. Ey, habt ihr das gesehen? Ich sehe nicht mal meine Schiffe, meine Schüsse. Ja, 20 zu 57 Kills steht hier gerade. Das heißt, wir sind hoffnungslos am Arsch, unser Team verliert und wir können hier nichts mehr reißen in einer Minute. Ein Match dauert 15 Minuten. Oder man macht, also bei Search and Destroy. Dann gibt es noch Carrier Assault und Capture the Flag. Carrier Assault ist, du zerschießt die Turrets, schmeißt Atombomben auf den Gegner und Carrier. Und wenn er 15 Hits, also 15 Treffer mit der Atombombe von den Bombern hat, dann ist der Schrott, dann hat das Team gewonnen. Oder 15 Minuten und das Team, was dann mehr Hits hat. Oder Capture the Flag, man muss 10 mal die Flag capturen, also 10 mal die Flag von seinem Carrier, also von den Carrier von den Gegnern, zu seinem eigenen Carrier bringen. 10 mal oder Viertelstunde und wer dann mehr Captures hat, erklärt sich auch von selber, ne? Den muss man dann hier oben so abholen. Uiuiui. Und man kriegt nach einer Zeit Bounty. Dadurch werden auch meistens eigentlich die Pros ausgezeichnet. Das ist, wenn man lange nicht stirbt, aber sehr viele Kills oder so macht. Das heißt, oh nein, wir haben verloren. Wer hätte es gedacht? Und dann wird da eben eine Belohnung draufgesetzt, damit der schneller stirbt, damit man mal, es ist Teil des Spiels, dass man stirbt. Ja. Es gibt auch noch 3 Maps. Wie gesagt, das Spiel ist so groß und so einfallsreich und ich habe beide DOWs in meinem Team. Leider ist Mulmir besser als die. Ja, GG, good game, sagt man einfach, weil have a good one, Volks, Kaius, ja, egal. That's for me, bye guys, yeah, bye. Ja, der Chat hier, das ist cool, hier chatten die auch mal richtig. Das hier ist die Lobby, hier kann man eben wehtun, wenn man irgendwas nicht will. Wir wehtun einfach, yeah, das ist die beste Map, die von eben. Und Carry Assault, machen wir uns doch mal bereit. Wenn hier so ein paar bereit sind, ich habe das System noch nicht ganz raus. Oh, wir konnten eben nicht mit Schuss sagen. Ja, lol. Jo, ho, ho, ho. Nice, okay. Disconnect. Getrennt. Burp. Wo war ich gerade nochmal? Ja, dann geht's eben los. Also es liegt an den Spielern, wann es losgeht und nicht fest in einer Lobby irgendwie so, in einer Lobbyzeit. What? Okay, der ist disconnected. Das ist auch immer ein lustiger Anblick. Wie man da sieht, im Smiley, Mr. Blablabla. Disconnected. Das sind aber wenige auf dem Server. Das heißt, wir machen jetzt mal mit G5. Der ist ideal, um Geschütze fertig zu machen. Nur manche haben den Dreh trotzdem nicht raus. Man darf sich einfach nicht treffen lassen, ne? Man Bewegung. Immer schön sein Torpedo reinhauen. Bam! Tot. Jetzt haben wir hier die beiden Geschütze weg und dann machen wir Opferstrategie. Campen da mit dem Bomber rum und hauen einfach Torpedo nach Torpedo rein, bis wir keinen Bock mehr haben. Also sterben wir jetzt mal. Bam, bam, bam. Und fliegen in den gegnerischen Carrier. Alter, diese Dreckstypen kriegen uns nicht mal. Und jetzt nehmen wir hier meinen Bomber. Ui. Der hat schon 2 Hits. So. Die Geschütze sind echt zu dumm, um den fertig zu machen. Boah. Mein Gott. Sodale. Jetzt ballern wir hier ein bisschen. Also manchmal ist echt Action auf dem Server, manchmal nicht. Ne? Wie man hier gerade sieht, echt ziemlich armselig eigentlich. Die meisten sind offline, ja. Ich würde mir dann einfach mal eine Zeit rauspicken, wo viele da sind. Auch eben waren so schön viele da. Und Piotr und der andere sind auch raus. Jetzt sind nur noch ich und der andere da. Aber egal, uns geht es hier nicht wirklich ums Dings. Ey, Piotr müsste aber ein bisschen aktiv sein. Weil der ist rejoined. Ja, Piotr! Gut, und jetzt mach mal den Gegner noch fertig. Ja, was gibt's hier eigentlich noch zu sagen? Wäre natürlich cool, wenn sich einer von euch das einfach holt, ne?
in Steam Shop Moonbreakers eingeben oder auch irgendwo im Internet, und dafür muss man Google Chrome haben oder so und Kack. In Klammern, ich habe kein Google Chrome wegen dem Spiel, sondern weil, keine Ahnung, bei mir ist mein Firefox irgendwie abgeschmiert. Ja. Oh cool, ich habe Bounty. Yeah. Es bringt nichts, wenn man mit dem MG auf den Gegner und Carrier zieht. Das kann man nur mit Bomben machen. Ne? Oh cool. Unser Piotr, der macht mal ein bisschen was. Oh, früher, das war noch Zeiten, als Tritaid und ich das richtig gezockt haben. Boah. Wir sind hier so richtig. Uiuiui. Uns kam auch schon damals die Idee mit Daid und so, dieser Gruppe. Da haben wir eine Steam-Gruppe aufgemacht mit Daid, alle unsere Freunde eingeladen. Und dann vorne so ein Slogan, Aid vor uns gegangen. Ey, nicht nett. Und damals gab es auch so eine Gruppierung, jetzt immer noch, aber die ist nicht mehr wirklich groß. Wie dieses DOW, Piotr da, der gerade in unserem Team ist, Reapers. Und wir haben sie gehasst, weil sie gut waren. Grundloser Hass. Wie gesagt, ich ziehe hier über ein paar Typen her einfach. Und dann haben wir Gegengruppe gemacht mit Aid. Oh, das war so goldig. Es hat einfach Spaß gemacht. Aid gegen Reapers. Und wir haben uns im Chat die ganze Zeit beleidigt. Und ach, das waren goldige Zeiten. Das hat Spaß gemacht. Da gab es mal wirklich eine Konkurrenz. Ne? War wirklich auch mal ein Fight hier im Game. Nicht einfach nur so ödes. Ja, wir hauen uns jetzt gegenseitig mal die Köpfe ein. Ui, und Gleichstand. Schlecht. Diese schönen, guten, alten Zeiten. Ja, ja. Ui, da sind ja die anderen beiden auch als Bomber. Wäre cool, wenn ihr euch das dann auch holt. Dann könnt ihr auch mit mir spielen. Vielleicht, ja. Ja, kann ich euch dann einfach mal irgendwann sagen, wann ich so zocke. Vielleicht schreibt euch eine PN oder so. Irgendwie kann man euch wohl kontaktieren oder vielleicht sogar über Steam. Ihr könnt mich dann einfach adden, Protaid, ne? Und dann könnt ihr ja auch mal mitmachen, falls ihr Lust habt. Wahrscheinlich nicht, aber wäre trotzdem cool. Und wenn es euch hier einfach ein bisschen gefällt, was ich hier so mache und die anderen Typen abziehe. Oh, früher, da waren Tritaid und ich die unangefochtenen Herrscher auf dem Server von Rest European. Boah, das war geil. Goldige Zeit, niemand hat uns fertig gemacht. Immer wir Bester der Servers, immer hier Punktestandführer. Ne? Ui, das war cool. Ja, der eine ist gerade vor mir, vielleicht ist er mit dem Takt der Bomben ein bisschen schneller als ich. Aber gleich, wenn mein Nächster trifft, bin ich auch vorne. Nein, eigentlich nicht, weil die bringt nur 100. Ja, egal. Ich bin auch einfach ein bisschen aus dem Training. Also ich bin, ja, Eigenlob stinkt. Aber relativ gut. Also wird's jetzt nicht am langweiligsten für euch. Aber ja, boah, ich habe lange nicht mehr mit dem F3 gespielt. Das wird nochmal, ja, schwer mit dem hochzukommen, da muss man sich erstmal einen guten Jäger holen, etc. Ja. So, dann würde ich sagen, wie viele Hits? Wir haben schon 7 Hits und die haben 9. Okay, dann zocken wir jetzt einfach mal dieses Game hier zu Ende. Ja, wetten, deren ist schon auf dem Weg, deren Torpedo. Ja, und jetzt ballert der meinen auch noch weg. Es steht 8-10. Ach ja, man braucht ja 15. Dann zeigen wir das hier jetzt nochmal schnell zu Ende und ich unterhalte euch ein bisschen mit meiner schlechten Unterhaltungskunst. Damit ihr euch auch alle schön langweilt. Yeah! Oh, man regt der auf, dieser Kack B7. Der soll hier mal weg. Mann, das ist doch nicht möglich. Verpiss dich, du Spacken. Nein! Oh, Leute. Ey, ich gehe hier jetzt einfach mal rein mit meinem Haarfighter. Wieso mache ich das? Das ist absolute Kacke. Oh, und dann zeige ich denen mal hier, wer der Beste ist. Der schmeißt schön weiter seine Atombömpchen und ich hau ihm die Bombe aus dem Rücken. Erstmal Samurai. Erstens, er ist besser. Zweitens, er hat Bounty. Wuhui. Ach, Kacke. Sein Torpedo. Ah, sein Torpedo ist weg.
Oh, was? So. Scheiße. Okay, ich nehme G5. Jetzt zeige ich denen mal, wie es hier geht, ey. Mann, nee. Ah, Piotr hat auch schon. Bisschen Bounty. Bounty, Bounty, Bounty. Schöne Sache, das Bounty. So, und jetzt stirb, Samurai. Stirb, stirb, stirb. Und zwar qualvoll. Okay, das ist fies, nein. Ich meine natürlich nur im Game, kein Real Life, ne? Ist ja fies. Oh, Kacke, wo ist der blöde Rauchwolke? Nein, 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 nein. Ah, yeah, ich habe den Torpedo abgeballert. Oh, Mann! Mist. Ja, komm, dafür mache ich euch trotzdem fertig. Mann, ey. Und mein Freund zieht hier schön rein. Bam, 13, 12, so macht man das. Yeah. Ist aber viel lustiger, wenn richtig hart viele auf dem Server sind. So, immer 10 auch. Früher war das alles so viel besser. Nein, nein, nein. Dein Torpedo. Wo ist der hin? Ach, vielleicht habe ich den versehentlich auch weggeballert. Nein, da. Nein! Oh, Mann! Ich habe mich nicht schnell genug gedreht. Ah, da, 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 da. Nein, 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 nein. Das sieht ganz schlecht aus. Das sieht ganz, ganz, ganz schlecht aus. Es aktualisiert sich nur, wenn man neu Tab drückt. Das ist ein bisschen kacke. So, du Freundchen, ey. Du kriegst jetzt mal ein Overcop. Ne? Ja, du bist ein B7. Du kannst nichts gegen G5. G5 ist ein ultimativer Jäger im Prinzip. Der ist wendig stark. Schnelle Torpedo, Nachladerate. Und einfach genial. Es gibt Jäger, die sind besser in Geschwindigkeit oder in was anderem. Aber, und der ist. Der G5 ist einfach billig auch noch. Der ist ziemlich geil. Bam, und wir haben gewonnen. Habt ihr es gesehen? Oh, alles. Alles. Weiß. Bam. So macht man das. Und wir haben 8000 Credits bekommen. Boah, das war eine ergiebige Runde. Good game. So, bye, guys, ne? Wir hören hier jetzt an der Stelle auf, ne? Hoffentlich, also, würde mich riesig freuen, wenn hier ein paar Typen wirklich mal mitmachen würden, liken würden und mir signalisieren, dass sie es hier wirklich mal sehen wollen, ne? Das wäre super cool. Ansonsten, ja, ist nicht schlimm, dann geht eben nicht, ne? Also, hoffentlich sehen wir uns wieder. Hoffentlich fandet ihr es mal wieder richtig cool. Und freut euch aufs nächste Mal, falls es das gibt. Tschüss. Aber nicht immer so pessimistisch sein. Tschüss.